Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich war schon fleißig, ich habe schon mal Rüben gekauft. Der Raum ist voll. Der Raum ist voll, der Keller ist voll und das Dachgeschoss ist voll. Ich habe insgesamt 19.500 Rüben gekauft für 2.145.000. Wenn wir alles so 500, also je 500 verkaufen sollten, haben wir dann über 9 Millionen. Ja, genau. So, dann habe ich gerade noch ein Geschenk bekommen. Das ist nämlich in der Luft herumgeflogen, ein Bonbonschrank. Oh, so, ich dachte, das wäre ein Rezept. Okay. Aber so sehr nach Bonbon, Bonbon sieht ja gar nicht aus. Sehr schön. Auf jeden Fall schöner Schrank. Packe ich mal wieder weg ins Lager. Dann gucken wir mal eben bei den Rezepten. Ne, nicht hier. Rezepten. Ich habe, glaube ich, gestern nämlich nur eine Hecken-Rezept bekommen. Ist echt cool. Dann kann ich nämlich jetzt mit Hecken arbeiten. Das finde ich echt gut. Ja. Das macht die Insel ein bisschen schöner, glaube ich. Ja. Und wir haben Post. Ich habe ja gestern irgendwas bestellt, glaube ich. Mal eben gucken. Akademie. Rang B, okay. Egal, Rang B ist in Ordnung. KK, genau, ich habe KK bestellt. Eine CD. Weil die wollte ich jetzt mal langsam anfangen hier zu sammeln. Flechtfrisiertisch, okay. Hübsch. Und Musik. Genau. Oh. Wollte nicht schießen. Wollte nicht schießen. Und gestern Abend hat es nochmal geregnet. Da war ich echt happy. Sonst hätte ich nämlich Blumen gießen müssen. Zumindest die neuen. Du kommst weg ins Lager und du. Ins Lager. Super. Was ich mich noch frage, ne? In den älteren Teilen konnte man auch die Nebenräume ausbauen. Aber es geht hier nicht mehr, oder? Oder kommt das vielleicht später noch irgendwann mit einem Update? Ich will eigentlich nicht solche kleinen Räume, weil da passt ja fast nichts rein. Da stellt sie hier einen 2x2. Bett auf und dann ist der Raum schon voll. Ne, also. Nee, nee, nee. Hier möchte ich noch so eine Art Muschelweg vielleicht nehmen. Das wäre auch noch ganz cool. Ich hätte generell mehr Muschelmöbel. Also, Nintendo meldet euch. Ich habe den Fluss schon gemacht, Leute. Ich hatte gestern so wenig zu tun, da habe ich gedacht, komm, ich mache den Fluss jetzt einfach hier. Jetzt sieht das so aus. Mir persönlich gefällt es. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Hier haben wir einen Geldbaum. Wollte ich auch mal eben. Dann ist der Typ da. Ja, Rainer ist da. Am Schiff. Super. Mega gut. Also Blumen haben wir eigentlich genug, ne? Es wird ja ein Horror sein, die alle wieder zu verkaufen irgendwann, wenn die mich zu sehr stören. So, hier haben wir noch ein Fossil. Dann gehen wir jetzt... Ach, Eugen ist fertig mit dem Museum. Da gehen wir jetzt mal eben hin. Wir können aber hier noch eben kurz gucken, ob hier Geld ist. Nee, hier ist kein Geld. Egal. Egal, egal. Vielleicht kriegen wir ein Golderz. Das ist ja auch was, oder? So, okay. Nee, kriegen wir nicht. Macht nichts. Ist das Museum größer geworden? Warte, also ich meine nicht, oder? Ich weiß gerade echt nicht mehr, wie das alte Museum aussah. Keine Ahnung, wir gehen mal rein. Oh, rechts ist der Talerbaum. Da müssen wir dran denken. Hallo Eugen. Huch. Oh je, ich bitte um Pardon. Huhu, Moritz, wenn das mal keine Freude ist. Es wird Sie freuen zu hören, dass die Kunstausstellung nun eröffnet werden kann. Ihre Stiftungen haben das überhaupt erst möglich gemacht, also nochmals herzlichen Dank. Zur Kunstgalerie müssen Sie nur die Treppen hinaufgehen. Bitte sehen Sie sich nach Herzenslust um. Oh, in der Mitte. Oh, in der Mitte hätte ich es nicht vermutet. Ich dachte vielleicht links, rechts, weil Euphemia gibt es auch noch, ne? Und es gab mal früher so einen Museumshop. Okay. Interessant.
Herr Eugen. Interessant. Oh, schön. Oh, guck mal, da ist unser erstes Bild. Altertumsgemälde. Dienstmagd mit Milchkrug. Dieses Stück brachte Vermeer den Titel Maler des Lichts ein und besticht durch Kontrast und Tiefe. Vermeer fertigte es im Alter von 25 Jahren an. Besonders auffallend ist die geringe Größe des Originals. Sehr interessant. Komm, machen wir erstmal ein Selfie. Sowas darf man ja im Museum immer machen, ne? Genau. Nee, so. Und? So, jetzt mal eben hier ZR gucken. Was haben wir hier Schönes? Und la. Nee, nee, das passt nicht so. Irgendwie so, weiß ich nicht. Will ich das kaufen oder nicht? Was nehme ich denn? Ich nehme das Dunkelste, glaube ich. So. Mit Rahmen, ohne. Warte, wir machen das da. Das da. Super. Sehr schön. Nochmal eins. Sind mir leicht verschwommen, die Kamera, ne? Ist ein bisschen blöd, aber ist in Ordnung. So. Auf jeden Fall sieht das ja auch sehr, sehr schön aus. Also gefällt mir sehr. Oh, hier kommen irgendwelche Sachen in, die richtig wertvoll sind. Dass die bloß nicht berührt werden. Ach, ich liebe diesen Boden. Ich will diesen Boden kaufen. Ach, Mann, ist das schön. Sehr, sehr schön, auf jeden Fall. Hast du sehr gut gemacht, Eugen. Ich bin stolz auf dich. Okay, er schläft wieder. So, jetzt machen wir eben noch den Talerbaum da links. Dü-dü-dü-düm. Oh, die Blumen. Ich finde, die Blumen sind sehr schön. Sind echt gut geworden. Vielleicht gieße ich die erstmal. Die linken? Das ist ja wohl lame, oder? Ich habe mir was Besseres vorgestellt. Als die da. Die habe ich doch schon, oder? Oder bin ich blöd? Ich meine, ich habe die schon. So, euch gieße ich auch nochmal. Könnt ihr euch vermehren. Und dich auch, damit du wachsen kannst. So, Schaufel. Daneben. Getroffen. Ach, ich wollte ja meine Fossilien da abgeben. Nee, so viel will ich da nicht dran reintun. Ach, krieg ich nicht hin. In den Geldbeutel bitte. 20 hier. 20 vergrabe ich. Damit wir zumindest einen Gewinn haben von 10. Leiter. Rüste ich schon mal aus, aber erst. Muss Eugen die meine Fossilien anschauen. Sonst bin ich ja hier umsonst hingegangen. Obwohl, wir haben die Kunstgalerie gesehen. Die war echt schön. Die ist echt schön. Huch! Oh je, ich bitte um Pardon. Schauen Sie sich in Ruhe um. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich helfe Ihnen natürlich sehr, sehr gerne, ne? Weil ich nichts anderes zu tun habe. Ja, ich hätte hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Fossilien für Sie. Gucken Sie sich die mal an. Oh, es ist wieder was Neues dabei. Boah, wir haben echt Glück, ne? Also früher war es echt schwieriger, meiner Meinung nach. Ich will etwas stiften. Wie viel haben wir denn neu? Eins? Eins. Okay. Ich guck mal eben hier einmal durch. T-Rex-Schwanz. Ja, den T-Rex, den könnten wir links vielleicht noch hinstellen. Brachiosaurus-Schädel. Ich weiß nicht, ob ich den brauche. Ich glaube schon. Das heißt dann ja. Oh! Unser Ophthalmosaurus ist vollständig. Ach, welche Pracht. Dürfte ich wohl so frei sein und mein Wissen über den Ophthalmosaurus mit Ihnen teilen? Klar, nur zu. Prächtig, vorzüglich. Sie werden es nicht bereuen. Nun denn, Hüstelhust. Ah, der bezaubernde Ophthalmosaurus, der putzigste aller Ichthyosaurier. Was ein großes Meeresreptil, so niedlich, macht
Möchten Sie wissen? Ach, das ist dieses Wasser, die nur Dings. Ich verrate es Ihnen, die Augen. Der Name Ophthalmosaurus bedeutet Augenechse und besagte Augen waren äußerst dominant. Ja, Eugen, Augen, Pastor. Nicht nur sehen sie goldig aus, sie verliehen ihm auch eine große Sehkraft, weshalb er ein guter Jäger war. Und das war's im Groben. Denken Sie mal drüber nach. Oh, cool. Ja, Eugen, du hast auch große Augen. Nee, mehr will ich nicht. Ah, danke, tschüss. Ja, dann. Auf zu Reinaschieren. Der freut sich über unseren Besuch, hoffe ich, wenn er da ist. War der Qualm gestern auch schon so dunkel? Weiß ich nicht. Achso, ich komme da gar nicht so runter. Stimmt, da ist ja noch kein Aufgang. Wir können rein. Okay. Hallo? Oh, ist das dunkel hier. Ah, Moritz, wie schön dich zu sehen. Es geht um Folgendes. Auf Rainers Schatzkutter verkaufen wir nur das Beste. Und nichts ist besser als seltene Möbel und Kunst, richtig? Die Abgabe erfolgt aber nur in haushaltsüblichen Mengen. Will heißen, nur ein Kunstwerk pro Tag. Das nervt, ich weiß. Ich hoffe, der Cousinenrabatt macht das wieder gut. Außerdem darfst du so viele Möbel kaufen, wie du willst. Ich frage auch nicht, wofür. Schau dich nur um. Wir haben Meisterwerke von großen Meistern, die meisterhaft in dein Haus passen. Lass mich wissen, wenn du Fragen hast. Okay. Wir dürfen nicht alles kaufen. Schade, was ist das denn hier? Ein so schönen Frühling. Nee, nee, nein, danke. Ich sehe den Kleiderschrank leider nicht. Den kaufe ich gleich, aber erstmal, falls ich den dann noch kaufen kann. Mona Lisa. Dann hätten wir hier, das Lächeln oder sowas. Perlengemälde. Nee, nein, danke. Was mit Mona Lisa? Schatz? Wow, du weißt echt Bescheid. Du fühlst einfach die Aura dieses berühmten Gemäldes. So eine Aura kann man nicht kaufen, also du schon. Und das solltest du auch lassen. Nein. Statuen finde ich echt mega cool. Kriegerstatue. Vernünftig und addiere den Nimmerland-Rabatt zu deinem Cousin-Radat. Aha, ja, ist eh alles gleich teuer, ich weiß. Also bei dem ersten Bild hat er nicht ganz so viel gelabert wie bei dem Rest. Also, ich hätte wirklich ganz schön viel gelabert bei den drei Dingern. Und hier nicht. Entweder ist das jetzt hier die Fälschung. Oder. Erstmal anschauen, bitte. Weißt du was? Ich denke, das ist das Richtige und der Rest ist falsch. Ich nehme das mal hier. Ich nehme das jetzt hier einfach. Und das kann ich jetzt nochmal kaufen. Ach so, er sendet uns das erst. Nee, nein, danke. Ich bin noch ein bisschen skeptisch hier, aber dich kann ich, glaube ich, kaufen, ne? Ach, oder ich kann jedes Objekt nur einmal kaufen. Kann das vielleicht sein? Wir gucken mal eben. Nee, 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 kann ich nicht. Okay. Aber den Kleiderschrank, den kaufe ich noch, weil den habe ich nicht. Glaube ich. Weil ich erkenne den leider nicht im Licht so gut. Ah, Dankeschön, habe ich ihn im Inventar? Nee. Doch. Kleiderschrank. Super. Dann. Ich liebe das Funkeln in den Augen eines Kunden, wenn er etwas sieht, das er kaufen will. Dafür lebe ich. Aber nicht, dass wir uns falsch verstehen. Die ganzen Sterne sind natürlich auch fein. Ich glaube, ich muss mir dann. Hä? Achso. Ich wollte gerade schon sagen, hä? Ich komme hier nicht mehr raus.
Okay, haben wir Rainer besucht. Dann gehen wir jetzt zu Schleppi und Neppi. Vielleicht kam durch das Update noch eine weitere Erweiterung von den beiden. Aber dafür muss, glaube ich, Gerd erstmal öfters hier noch hinkommen. In die Stadt. Auf die Insel. So. Achso, die wohnen ja hier oben. Stimmt. Was habt ihr hier zu bieten? Okay, Holzsofa-Tisch habe ich nicht. Hallo? Oh, ist der Fernseher größer? Der letzte Fernseher war 40 Zoll, ne? Glaube ich. Den T-Rex behalte ich einfach mal. Und den Brachiosaurus will ich auch mal behalten. Abgemacht. So, wie viel Zoll hat der? 50 Zoll. Okay, ich nehme ihn mal, ja? Nehme ich. 100.000. Die Popcorn-Maschine habe ich auch noch nicht. Glaube ich. Die nehme ich auch. Und die Katzentoilette nehme ich auch. Komm her mit der Katzentoilette. Nehme ich. Super. Eine schöne Pflanze. Moosgesteck. Und die gefällt mir. Die nehme ich auch gerne mit. Den Espresso-Maschine nehme ich auch mit. Weil, ne, was man hat, das hat man. Und dann hier. Was haben wir denn hier? Oh, Elefanten haben wir wieder. Süß. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Schaufel. Die andere ist kaputt gegangen. Ich habe nur noch zwei dann. Da ist wie immer. Die Stoppuhr, die habe ich auch noch nicht. Die kaufe ich jetzt einfach mal. Und dann gehen wir hier mal eben gucken. Also ich bin immer noch nicht so überzeugt von den Böden. Ich glaube, da ist echt nur Assisa die Ansprechpartnerin, was Böden anbelangt. Da. Gut, das hätten wir auch. Haben schon wieder... Wie viele Minuten haben wir schon wieder? 17. Okay, dann besuchen wir mal die Leute. Achso, Meilen habe ich auch noch hier. Ich war heute nämlich schon um 5 Uhr noch was wach. Dann habe ich mich aber nochmal hingelegt für... Also bis 7. Und dann, ja. Dann dachte ich mir langsam, okay, ich schaue jetzt noch ein Video und dann kann ich ja schon Animal Crossing aufnehmen. Währenddessen habe ich schon mal die Rüben gekauft, ne? Dies, das, Ananas. Ach, ich will zu Edde, aber der schläft immer. Mann. Hier war dieses Nashorn, ne? Was niemand mochte. Oh, er bastelt was. Okay. Was machst du da? Baumstammwanduhr. Oh, die habe ich glaube ich noch nicht. Ja, gerne. Dann mal gerne. Genau. Weil ich hatte jetzt schon über 2 Wochen kein Hackfleisch mehr, Leute. Ich habe heute erstmal wieder Hackfleisch rausgelegt, damit das auftauen kann. Dann gibt es nachher lecker Spaghetti Bolognese oder Frikadellen. Das muss ich mir nur überlegen. Am liebsten beides. Eigentlich könnte man sogar beides machen. Dann heißt es halt Fleischbällchen, wie die Italiener es machen würden. Hallo Jesse. Yay, wie cool, dass wir uns wieder über den Weg laufen, Fieb. Die Setzlinge, die es bei Gerd zu kaufen gibt, sind echt super selten. So selten, dass du die nicht mal im Nux-Laden finden wirst. Also spar den Weg dorthin, Fieb. Gerd ist nun mal ein Experte für Sachen in Pflanzen. Wenn du allerdings auf der Suche nach einem neuen Ohrwurm bist, tja, dafür bin ich Expertin. Okay. Habe ich was verpasst, Fieb? Moritz, hast du schon mitbekommen, das Museum wurde umgebaut und ist jetzt noch toller. Ab sofort kann man dort nicht nur Insekten, Fische und Fossilien sehen, sondern auch schicke Kunstwerke. Und damit meine ich jetzt keine Promi-Karikaturen, sondern echte Kunst, richtig wertvolles Zeug. Jeder, der was auf sich hält, wird sich die Sachen dort angucken. Das ist die Chance, Connections zu knüpfen.
Aber keine Sorge, Gedränge wird es nicht geben. Das Museum ist drin viel größer, als man glaubt. Das stimmt. So, hallo, mein Kleiner. Hallo, hallo, wie geht's dir? Nimmerland hat genau die richtige Größe. Zu groß und... Oh, das habe ich schon mal gehört. Dann nochmal. Ist irgendwas? Tut mir leid, ich habe gerade nicht aufgepasst. Oh, Hallöchen, hast du schon gehört? Im Museum gibt es jetzt einen neuen Raum, extra für Kunstdingern. Ja, habe ich gehört. Hier ist es total bequem, altes Haus. Errätst du, was ich hier mache? Ich sitze hier. Hey, wie geht's denn so? Angeblich hast du gestern Sternis vergraben, stimmt das? Naja, ich vergrab auch manchmal Sternis. Okay. Okay, irgendwas war hier. Ah, hier, reden. Also, meine Aufgabe hier, ne? Versende einen Blumengruß. Also, ich muss jemanden eine Blume schenken, oder was? Ich probiere es mal. Jesse! Hier, nimm. Oh, was hast du denn da? Ein Duftweilchen. Huhu, was ein süßes Duftweilchen. Kommt direkt in meine Blumentasche, Fieb. Kein Problem. Da kann man sogar einfach so Blumen reinstecken, ohne dass es ihnen was macht. Alles klar. Oh, hat geklappt. Hat geklappt. Nimm Blumengruß. Ne. Oh, hier ist noch was. Aber bestimmt irgendwas mit verschenken, oder? Wahre Freunde. Oder? Was war's? Nook Inc. freut sich über jede zarte Freundschaft, die zwischen den Bewohnern seiner Insel erblüht. Gute Beziehungen untereinander sind die Grundlage für eine starke wirtschaftliche Entwicklung. Oh, ich habe erst einen Freund. Oh. Jesse, bist du das oder Koala? Oh, das macht mich jetzt aber hier traurig. Sorry, dass ich mit euch nicht rede, aber bis jetzt sind meine Bewohner alle böse zu mir. Die wollen mich alle loswerden, Leute. Ich hoffe, Mischka ist da. Mischka. Bist du... Oh, ne, sie ist... Entweder schläft die oder ist nicht zu Hause. Bin spielen, komm und such mich. Okay, Mischka, ich suche dich. Ich suche dich jetzt. Bis ans Ende der Welt. Okay, ich habe dich nicht gefunden, Mischka. Sorry. Ja, also auf jeden Fall meine Insel, ne? Die nimmt langsam Gestalt an. Ah, ich wollte heute eigentlich da um den Museumsplatz bisschen was machen. Können wir ein anderes Mal machen. Ich frage mich auch langsam, wann mal hier ein Bewohner Geburtstag hat, ja? Ich weiß, ich hatte schon Geburtstag, aber ein anderer Bewohner vielleicht mal. Das wäre doch auch mal was. Oh, noch ein Fossilchen. So, schnell eingepackt. Campingplatz ist auch nie jemand. Gefühlt nie jemand. Einmal die Woche circa. Und ich hoffe, es sieht jetzt auch mal wieder jemand aus. Am liebsten Pamela. Ah, Mischka, ich hab dich gefunden. Oh, wie geht's denn so, Moritz? Ich leg gerade ganz entspannt eine Pause ein. Ich liebe Partys, okay, aber sitzen ist auch klasse. Hab ich dann eigentlich irgendwas... Oh, ich hätte was für dich. Ich schenke dir einen Fernseher. Ich wollte mit dir reden. Oh, und damit meine ich jetzt... Ja. Das habe ich gerade schon gehört. Mischka. Oh, ich kann dir nichts schenken, wenn die sitzt. Finde ich ja hier nervig. Komm, steh mal auf. Danke. Jetzt kann ich mit dir reden. Oh. Die Rüben sind der Hammer. So lecker und mega beliebt. Okay, Mischka, ich hab was ganz Tolles für dich. Hier, nimm. Für mich? Ja, für dich. Oh, ein Katzenklo. Ich schenke dir das Katzenklo. Ihre Augen. Muss man eben ein Foto machen, sorry.
So. Oh Gott, ist die Nummer? Ich guck noch mal rein. Ja, gut. Puh. Ein Katzenklo. Mischka ein Katzenklo. So, das leite ich mal eben weiter hier an meine Gruppi. Schenke einen Katzenklo. Sehr cool. Ja. So, super. Ja, das kannst du haben. Danke, Moritz. Ich liebe diese Farbe. Oh, cool. Damit wird mein Haus nochmal trendiger. Also, wo kommt das hin? Also, ich fühle mich nicht so toll, wenn nur ich was krieg. Hier, für dich ein Farbentuniker. Oh, ich krieg was zum Anziehen. Oh, das ist aber nett, Mischka. Ich zieh das mal direkt an hier. Nur für dich. Tada! Wie steht das mir? Süße? Gib es zu. Du willst doch bestimmt, dass ich dir ein paar Stylingstipps verrate, ne? Lass uns einfach über was anderes reden, lol. Gib zu, du hast gestern. Was für Budde? Das waren Sternis, ne? Ich wusste es. Also, die Tunika ist nicht so meins, ne? Ich wollte mit dir reden. Sag mal, was hast du denn da gerade mit der Schaufel hantiert? Tut mir leid, da bin ich etwas empfindlich. Erst letztens bin ich volle Kanne in ein Loch gefallen. Seitdem macht mich. Okay, ich kann die Schaufel auch wegpacken, kleine Mischka. Mann, 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 Mann. Sollten noch mal reden. Übe ich einen Tanz. Oh. Tada. Oh, sehr gut. Wow. Du bist so gut, Mischka. Oha, die hat mir. Oh Gott. Sie ist sauer auf mich, weil ich mit ihr geredet habe. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Ich muss mich tarnen. So, tragen. Ah ja, ich trage den Helm nur, weil da Blätter drauf sind. Das passt so ein bisschen zu Tag der Natur. Hallo, Lukas. Dich etwa gelangweilt hast? Okay, sorry. Ich wollte dich nicht langweilen. Oder nicht langweilen, wie auch immer. Du das handhaben willst. Ja, Leute. Das war's, glaube ich, mit der Folge. Ich werde mal gucken, ne? Also ich bin eigentlich zufrieden. Ihr könnt ja gerne auch Vorschläge für den Fluss hier in die Kommentare schreiben. Aber ich mag den Fluss eigentlich so. Und hier habe ich so heimlich, damit ich hier rüberkomme, sowas hingebaut. Das sieht man halt gar nicht, weil da die Bäume halt zwischen sind. Dann ist hier der Weg. Vielleicht mache ich das hier mit Hecken. Oder oben zumindest mit Hecken. Fände ich, glaube ich, etwas besser. Genau. Oder Weg. Warte mal eben. Der Weg ist ja hier noch gar nicht so wirklich richtig fertig, oder? Bauarbeiten beginnen. So. So. Der Weg ist es, ne? Ja. So, und hier auch. Und dann muss hier der Weg hin. Hier hin, genau. Hier dann natürlich auch. So. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Ah, bitteschön. Ich überlege nur, ob ich bei dem Weg bleiben soll oder mich an dieser Brücke orientieren soll. Ich schau mal eben, wie der Weg dann aussehen würde. Das wäre der Ziegelweg, ne? So. Ah, Ziege ist das nicht? Ah, vielleicht muss dann ein eigenes Design her. Nee, so. Weiß ich nicht. Ich glaube, es muss tatsächlich ein eigenes Design her. Oder den Terrakotta-Weg hier. Wir gucken mal, wie der aussieht. Hallo? Der ist etwas heller. Aber auch nicht perfekt. Okay. Wäre auch schön, wenn man so Brücken umgestalten könnte, irgendwie.
Das wäre auch noch cool. Ja gut, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt mir gerne Feedback geben in den Kommentaren, was ich hier noch großartig verändern soll, weil eigentlich bin ich jetzt, glaube ich, momentan mit den Flüssen zufrieden. Ah ne, überhalb der Eulerei, da muss ich nur arbeiten, das stimmt. Genau. Ja, okay, Leute. Ah, ich möchte noch einen Aufgang platzieren, das ist wichtig. Das ist wichtig. Hab keine Lust, immer meine Treppe zu benutzen. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe ja daran gedacht. Ha, 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 ha. Hallo, Nook. Ah, Moritz, hallo. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du auf dem Herzen? Infrastruktur. Brücke, Aufgänge. Aufgang bauen, bitte. Ich hätte gerne den Hangpfad einfach. Genau. Ja, und ob. Super, danke. Gut, dann können wir den schon mal da hinten beim Schiff da hin platzieren. Habe ich nicht Büsche gekauft? Habe ich die nicht platziert? Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her. Oh, hallo. So, hier unten. Ich hoffe, es passt. So, Planung, es geht. Oh nee, ne? Es passt nicht hier hin? Kacke. Okay. Dann muss ich doch hier nochmal was ändern. Brauche ich dich hier? Musst du auf jeden Fall weg. Und du? Du wahrscheinlich auch. Ach man, das ärgert mich jetzt tatsächlich ein bisschen. Dass das nicht so klappt, wie ich es wollte. Schade. Hier müssen wir auch eine Reihe wegmachen. Glaube ich. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das müsste schon reichen. Ich mache dich auch noch sicherheitshalber weg. So. Da muss ich runter. Inventar, weil. Nee. Hier. Leiter. Dann müssen wir den Weg von da nach hier hin machen. Ja. Ja, anders geht's nicht. Nee, anders geht's leider nicht. Schade. Schade, schade, Schokolade. So. Hier, weg mit dir. Ja, hier. Achso, kann ich nicht, okay. So, wenn wir das jetzt hierhin machen, zeig mal her. So, vielleicht. Ich raste gleich noch aus. So. Vielleicht jetzt. Mal sehen, bitte. Ja, anders geht's halt nicht. Schade. So, wie viel Kohle brauchst du? Oh. Ach man, jetzt habe ich zu wenig Sternis mit, oder was? Ach, schade. Ja, danke. Okay. Super. Dann muss ich jetzt noch eben schnell was verkaufen bei Schlepp und Nepp.
meine, der ist zum Glück hier um die Ecke. Habe ich denn was mit? Das war, glaube ich, 2000, ne? Nehme ich mir mal die Ebenen hier, habe ich schon mal 1500. So, 3000 habe ich hier. Sicherheitshalber nehme ich die auch noch mit hier. So. Herzlich willkommen. Ja, ja, danke, danke. Herzlich willkommen. Ich will was verkaufen. Bieren. Oh, 4500, das ist aber freundlich. Danke, danke. Gibt es 1A-Früchte wieder? Ist auch noch so eine Frage, die ich an euch habe. Denn ich würde ja nicht fragen, wenn ich es nicht wüsste. So, hier nehmen wir die Abkürzung. So, bezahlen wir den Rest. Oh, Entschuldigung. So, und super. Na klar. Hier, bitte. Ja, Leute, das war's mit einer Folge Animal Crossing. Ich muss euch sagen, ich habe nicht einmal gegähnt. Ist das nicht ein voller Erfolg? Ich weiß ja nicht. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.